Naturfreunde. Das sind einfach die Freunde, das bedeutet Gemeinschaft in der Natur, mit der Natur und auch für die Natur. Ja, Naturfreunde sind für mich Familie, Teil des Familienlebens. Es gibt ein super vielfältiges Angebot. Egal ob Fahrradfahren oder Poolgruppe oder Imkern, sich einfach so treffen, wandern auch. Diese Gemeinschaft und auch dieser politische Hintergrund ist mir schon auch wichtig. Die Naturfreunde-Bewegung ist ja im letzten Jahrhundert entstanden und das Anliegen damals war gewesen, in der Natur über die Probleme der Arbeitswelt diskutieren. Es war ganz klares Ziel, die Leute zu politisieren und für den Arbeitskampf fit zu machen. Ich bin Mitte 20 und irgendwann ist es plötzlich total cool, wandern zu gehen und wieder die Natur zu erfahren. Ich denke, weil die Naturfreunde eine sehr gute Verbindung haben zwischen diesem sozialen Gemeinschaftsgedanken und dann auch diesem ökologischen. Wir sind ja ein bundesweiter Verein und haben ein großes Netz von Naturfreundehäusern. Ich kann da übernachten, ich kann den Hund dabei haben. Das ist der Ursprung, wo ich das hatte. Ja, genau. Der hat dann das Haus hier mitgebaut. Ja, und dann die politischen Aktivitäten, Friedensbewegung, Menschenkette an die Atomkraft. Ich mache die Wildpflanzenexkursion, weil ich daran interessiert bin, dass die ihre Pflanzenumgebung besser kennenlernen. Und das besser kennenlernen heißt wertschätzen und was man wertschätzt, wird man auch schützen. Wir sind sehr vielfältig, wie sagt man heute, aufgestellt. Da ist auch jeder willkommen, dabei zu sein.